10 Zeichen dafür, dass du intelligenter bist, als du denkst. Wir alle haben diese Momente, in denen wir uns schlecht fühlen und beginnen an unseren Fähigkeiten zu zweifeln. Es beginnt bereits in der Schule, wenn du Mathe einfach nicht hinbekommst. Daumen hoch, wenn du das nachvollziehen kannst. Und vielleicht kommt es wieder, wenn du erwachsen bist. Sonnenseite hat gute Nachrichten. Du bist intelligenter, als du denkst. Hier ist eine Liste der Zeichen, die du vielleicht ignoriert oder sogar als seltsam erachtet hast, die zeigen, dass du klug bist. Sie alle sind wissenschaftlich bewiesen. Wenn du also denkst, dass einige davon auf dich zutreffen, dann hast du Grund genug, dich als Genie zu bezeichnen. Nummer 10. Du realisierst, wie viel du nicht weißt. So widersprüchlich dies auch klingen mag, ein echtes Genie gibt ganz einfach zu, wie viel er noch immer nicht weiß. Vielleicht bist du von Natur aus gut in Wortreimen oder hast ein musikalisches Talent der Größe von Vivaldi, doch fällst in Musik durch. Zudem wirst du definitiv noch immer Konzepte erkunden zu haben, selbst in deinem Berufsfeld. Wenn du ehrlich sagen kannst, ich weiß es nicht, anstatt ein ja, ich habe eine Idee, wie es funktionieren könnte, zu murmeln und dann das Gespräch wie verrückt auf Google nachzuforschen, das zeigt, wie intelligent du bist. Diese Idee wird durch Wissenschaft unterstützt. Justin Kruger und David Dunning arbeiten mit einer Gruppe Studenten der Cornell University und veröffentlichen die Ergebnisse ihrer Forschung 1999 im Journal der Persönlichkeit und Sozialpsychologie. Sie baten Studenten nach dem Test ihre Ergebnisse in Humor, logischem Denken und Englischgrammatik zu schätzen. Diejenigen, die sich zu 100% sicher waren, dass sie unglaublich gute Ergebnisse haben, endeten mit schlechteren Punkten als die Personen, die etwas kritischer mit sich selbst waren. Nummer 9. Du trägst jeden Tag die gleiche Kleidung. Hast du jemals bemerkt, dass Mark Zuckerberg meist in dem gleichen grauen T-Shirt in der Öffentlichkeit erscheint? Wir glauben nicht, dass er nicht über ausreichend Geld verfügt, um Modeberatung zu erhalten oder seinen Kleiderschrank aufzupeppen. Eine wahrscheinlichere Erklärung der gleichen Moderoutine ist, dass er ein Genie ist. Der Psychologe Oliver Bergman hat tiefgreifende Forschungen zum Lebensstil der klügsten Köpfe der Welt angestellt. Er kam zur Schlussfolgerung, dass die Menschen ihre mentalen Fähigkeiten für wichtigere Dinge aufsparen. Es sei denn, diese klugen Menschen sind Modedesigner oder Lady Gaga natürlich. Wir ermutigen dich nicht, Mode außer Acht zu lassen, um das Genie in dir zu wecken, doch die Studie macht Sinn. Während der Zeit auf der Suche nach dem perfekten Outfit des Tages können geniale Erfindungen oder brillante Schriftstücke erstellt werden. Wenn du also das nächste Mal deinen Nerd-Kollegen siehst, dann verurteile ihn nicht für seinen täglichen grauen Rollkragenpullover. Nummer 8. Du kannst fühlen, was andere denken. Du bist kein Psycho, doch es gibt einige Anzeichen dafür. Kennst du das Gefühl, wenn jemand spricht und sie nicht das richtige Wort finden können oder den Satz einfach nicht beenden und du es für sie tust? Wenn ja, dann könntest du ein Genie sein. Mitgefühl ist ein Zeichen außergewöhnlicher mentaler Intelligenz. Wenn du emotional intelligent bist, dann triffst du gerne neue Menschen und lernst neue Dinge. Laut dem Psychologen und Autor von Focus, die versteckten Treiber der Exzellenz, Daniel Goleman, haben Menschen, die sich sehr um andere sorgen und ihnen Gutes wünschen, im Allgemeinen mehr Erfolg im Leben. Wörtlich den Schmerz anderer spüren, hilft dir, das Leben besser zu verstehen, sodass du während des Lebens glänzen kannst. Du kannst sogar aus den Fehlern anderer lernen, nicht deinen eigenen. Genial, oder? Nummer 7. Du kannst dich perfekt beherrschen. Die Fähigkeit, Instinkte zu kontrollieren, unterscheidet uns Menschen von Tieren. Geniale Menschen gehen noch weiter. Sie können aufkommende Impulse überkommen und kontrollieren. Wenn du deine Ziele ohne Ablenkung durch Emotionen planen und erreichen kannst, dann bist du intelligenter, als du vielleicht denkst. Du kannst sogar Probleme vermeiden, indem du mögliche Ergebnisse dieser oder jener Handlung vorhersagen kannst. Eine Gruppe an Wissenschaftlern aus Yale, Princeton, der Universität von Minnesota und anderen Bildungsinstituten testeten 2008 eine Gruppe an Menschen. Sie haben den Teilnehmern des Experiments die Wahl gestellt, sofort bezahlt zu werden oder das Geld später zu erhalten. Diejenigen, die das Warten bevorzugten und später mehr Geld erhielten, erhielten bessere Punkte im Intelligenztest. Es zeigte, dass die furchtlosen Menschen, die ihre Handlungen kontrollieren können, inklusive der Ausgabe ihres Geldes, intelligenter sind als diejenigen, die Probleme haben, irgendwas zu planen. Nummer 6. Du hast blaue Augen. Blaue Augen sehen tief und aufrichtig aus oder haben etwas Durchbohrendes. Denk nur an Elsa, die Eiskönigin. Ah, let it go.
Doch sie bieten mehr als nur diese kalte Schönheit und amerikanische Wissenschaftler sind seit langem an ihrer Natur interessiert. Viele von ihnen glauben, dass blaue Augen ein Zeichen natürlicher Superintelligenz sind. Professor Emeritus der Universität von Louisville, Joanne Rowe, kam zur Schlussfolgerung, dass helläugige Menschen und sogar Tiere besser in Aktivitäten sind, die eine Selbststeuerung erfordern, als Wesen mit dunklen Augen. Die Tatsache, dass du besser in selbstgesteuerten Aufgaben bist, bedeutet, dass du gerne auf jedes Detail achtest. Sind das nicht wichtige Qualitäten für die Arbeit mit Worten und Zahlen? Wenn du dunkle Augen hast, dann gibt es jedoch keinen Grund, traurig zu sein. Die gleiche Studie besagt, dass du großartig in Dingen bist, die eine sofortige Reaktion erfordern, denn deine Reaktion ist sehr entwickelt. Zudem haben wir noch viele weitere Zeichen der Genialität, die du in dir finden kannst. Nummer 5. Du bist ein Schokoladenliebhaber. MD Franz H. Messerli, der wahrscheinlich selbst ein Schokoladenliebhaber ist, veröffentlichte die Ergebnisse seiner Studie im New England Journal der Medizin. Er versuchte Genialität, genial wie ein Nobelpreisgewinner, pro 10 Millionen Menschen mit einem Schokoladenkonsum bestimmter Länder zu verknüpfen. Und er hat es geschafft. Die Schweiz, Land der Schokolade und des Käses, nimmt nicht sonderlich überraschend eine sehr hohe Position in dieser Bewertung ein. Schweden, Dänemark und Norwegen sind auch nicht schlecht. Auch wenn viele Menschen die Ergebnisse der Studie als fragwürdig sehen, mögen wir es dennoch glauben, denn wir lieben Schokolade so sehr. Zudem ist Schokolade dafür bekannt, deine mentale Aktivität zu stimulieren. Und wenn du Schokolade liebst und diese in gesunden Mengen isst, dann ist es nichts Schlechtes. Vergiss nicht, was Mae West sagte. Zu viel von etwas Guten kann wunderbar sein. Ich bin mir sicher, dass sie von Schokolade gesprochen hat. Nummer 4. Wenn du traurig bist, dann weißt du, was dich bedrückt. Wir haben alle diese Tage, an denen uns alles zu bedrücken scheint. Kaffee schmeckt nicht so gut, die scheinende Sonne stört und wenn die Leute fragen, was los ist, dann willst du sie nur anschreien. Selbst Genies sind manchmal traurig. Recht oft, um genau zu sein, doch sie wissen genau, was sie bedrückt. Dies bietet ihnen die Chance, das Problem zu lösen und fortzufahren. Ja, geniale Menschen halten nicht an der Vergangenheit fest und sie geben nicht allem und jedem die Schuld für ihre Traurigkeit. Der Psychologe Daniel Goleman erklärt, ein wahres Genie geht das Problem nicht nur an, sondern erkennt die Emotionen auch, wenn er diese fühlt und ignoriert sie nicht. Ein Geist, frei von konstant bedrückenden Emotionen und Wut, generiert eher etwas Hervorragendes. Nummer 3. Du sprichst mit dir selbst. Du machst Scherze, oder? Ich dachte immer, dass Selbstgespräche ein Zeichen des Wahnsinns sind, nicht Genialität. Es ergibt sich, dass es genau das Gegenteil ist. Die Psychologen Daniel Swigley und Gary Lupien führten eine komplette Studie dazu aus. Laut ihnen hilft uns das gute alte Selbstgespräch, wichtige Gedanken von unwichtigen Gedanken zu sortieren. Es ist ein Weg, um Ideen zu vereinzeln und manche von ihnen könnten genial sein. Das Zuhören der eigenen Stimme hilft dir, dich besser zu verstehen. Vielleicht waren es die Selbstgespräche, die Albert Einstein halfen, einer der klügsten Köpfe aller Zeiten zu werden. Ja, es stellt sich heraus, dass Einstein die Zeilen vor sich wiederholt hat. Nummer 2. Du kannst Hintergrundgeräusche nicht ausstehen. Wenn du deinen lauten Nachbarn gerne ein Einwegticket nach Barbados kaufen möchtest, dann bist du nicht super böse. Wahrscheinlich bist du super intelligent. Laute Musik und Bohren nerven jeden. Doch wir reden von Stampfen, Lachen und lautem Sprechen. Die Studie an der Northwestern University besagt, dass ein Genie jede Art von Hintergrundgeräusch stört, denn es hindert sich, auf die wichtigen Probleme zu konzentrieren. Charles Darwin, Anton Tschechow und der berühmte Schriftsteller Marcel Proust versuchten alle ihren Arbeitsplatz schalldichter zu gestalten und trugen Ohrstöpsel. Nummer 1. Deine Handschrift ist sehr unsauber. Wenn du das nächste Mal für deine Handschrift kritisiert wirst, dann nicke nur und sage, es tut mir leid, du verstehst es nicht und triumphiere im Inneren. Eine unsaubere Handschrift ist ein Zeichen von Genialität. Das kreative Chaos ist ein Konzept, das vor langer Zeit etabliert wurde. Und es gibt sogar Forschungen, die behaupten, dass es als Art Antrieb für kreative Köpfe dient. Die Ergebnisse dieser Forschung von Kathleen Rose und ihrem Team wurden im Psychologischen Wissenschaftsjournal veröffentlicht. Unsaubere Handschrift ist also auch ein Zeichen einer kreativen Person. Oh Gott sei Dank!
Erkennst du einige dieser Zeichen in dir selbst wieder? Oder vielleicht bist du dir nun sicher, dass dein bester Freund ein Genie ist? Teile es im Kommentarbereich. Und wenn du noch weitere Videos dazu sehen möchtest, wie du ein Genie von einer normalen Person unterscheiden kannst, hey, willst du nicht mit uns normalen Menschen abhängen, du Snob? Hier ist der Link dazu. Wenn du dieses Video magst, dann lass es uns durch einen Daumen nach oben wissen. Wenn es 50.000 Likes erhält, dann teilen wir einige Methoden, um deinen Geist zu trainieren, sodass du dem genialen Clan beitreten kannst. Schaue immer auf die Sonnenseite im Leben.